Löwe. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute könntest du unerwartet gute Nachrichten von einer Gruppe oder Organisation erhalten, in der du dich engagierst. Das könnte in Form einer erfolgreichen Spendensammlung oder einer wohlverdienten Anerkennung sein, die auf dich zukommt. Um dieses Glück voll auszunutzen, musst du dich allerdings durch eine beträchtliche Menge Papierkram kämpfen. Rechtliche Dokumente oder Verträge könnten Teil dieses Prozesses sein. Vergiss trotz der administrativen Aufgaben nicht, dir am Abend Zeit zu nehmen, um diese Erfolge mit deinen Freunden zu feiern. Die Ausrichtung der Planeten erfüllt dich heute mit einem tiefen Gefühl des Respekts für deine persönlichen Prinzipien und Werte. Dieses Gefühl der Ehrfurcht ist etwas Wertvolles und lässt sich am besten in der Einsamkeit erleben. Es ist ratsam, diese Gefühle nicht anderen aufzudrängen, da sie vielleicht nicht den gleichen Enthusiasmus oder das gleiche Verständnis haben, was zu einer Enttäuschung deinerseits führen könnte. Finde stattdessen Trost und Freude in der Natur oder teile diese Momente während dieser besonderen Zeit mit deinen treuesten Begleitern. Deine Kreativität schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Wenn du dich mit einfachen, fantasievollen Aktivitäten wie Kritzeln beschäftigst, könnte dir eine brillante Idee kommen, die deinem Arbeitsleben zugute kommt. Manchmal liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, deine Gedanken schweifen zu lassen und deine kreativen Reserven anzuzapfen. Zögere also nicht, dir einen Moment Zeit für kreatives Denken zu nehmen. Es könnte zu innovativen Lösungen oder Durchbrüchen in deinen beruflichen Unternehmungen führen. In deinen persönlichen Beziehungen könntest du feststellen, dass du dich länger als nötig an schwierigen Situationen festhältst. Die aktuelle Himmelskonstellation macht deutlich, wie wichtig es ist, zu erkennen, wann es Zeit ist, weiterzuziehen, vor allem, wenn deine innere Stimme dich dazu drängt. In einer anstrengenden Beziehung zu bleiben, kann deinem Geist schaden. Es ist wichtig, dass du dich in Selbstmitgefühl übst und dir die Möglichkeit gibst, Situationen zu verändern oder zu verlassen, die deinem Wohlbefinden nicht mehr zuträglich sind. Wenn sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten, flüstert dir das Universum eine sanfte Erinnerung zu: Es gibt da draußen jemanden, der dich in seinen Gedanken und seinem Herzen trägt. Diese Person, die durch unsichtbare Fäden der Zuneigung und Erinnerung mit dir verbunden ist, sehnt sich nach deiner Gegenwart und der Wärme deiner Worte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Hand auszustrecken und die Kluft zu überbrücken, die durch Zeit und Entfernung entstanden ist. Deine Initiative zur Wiederannäherung könnte eine liebgewonnene Verbindung neu entfachen und Freude und ein Gefühl der Vollständigkeit in euer beider Leben bringen. Vertraue auf die kosmische Energie, die dich zu dieser Wiederbelebung einer bedeutungsvollen Beziehung führt. Eine ausgestreckte Hand, eine Nachricht oder ein Anruf könnten zu herzerwärmenden und unerwarteten Enthüllungen führen. Denke daran, dass sich das Universum oft verschwört, um diejenigen zusammenzubringen, deren Seelen miteinander verbunden sind. Dank des Mondes im Krebs, der mit Uranus im Stier ein Sextil bildet, wird dich wahrscheinlich eine Welle der Inspiration überrollen. Dieser astrologische Aspekt könnte dich dazu inspirieren, dein Zuhause oder deinen Arbeitsplatz zu verändern, vielleicht durch eine Renovierung oder Umgestaltung. Es ist auch die perfekte Zeit für soziale Aktivitäten, z.B. ein besonderes Date mit Freunden oder einem romantischen Partner. Das Treigen des Mondes zu Neptun in den Fischen stärkt dein Einfühlungsvermögen und deine kreativen Fähigkeiten und macht es zu einer idealen Zeit, um dir persönliche Ziele zu setzen. Die Aufnahme von Meditation in deine Routine könnte dir helfen, diese Ziele zu verwirklichen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarotlesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft,
sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarotlesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Narrenkarte symbolisiert den Beginn einer neuen Reise und steht für Offenheit, Neugierde und die Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren. Er ermutigt uns, das Unbekannte anzunehmen, Risiken einzugehen und das Leben mit einem Gefühl von Frische und Spontaneität anzugehen. Der Narr erinnert uns daran, dass das Leben voller Abenteuer ist. Um zu wachsen, müssen wir bereit sein, unbekanntes Terrain zu betreten und uns auf die Überraschungen einzulassen, die uns begegnen. Auf den Narren folgt die Acht der Stäbe, die für schnelles Handeln und raschen Fortschritt steht. Diese Karte deutet auf eine Zeit hin, in der sich die Dinge schnell bewegen und sich Gelegenheiten schnell und einfach ergeben. Sie rät uns, schnell zu handeln und das Beste aus dieser Zeit des schnellen Fortschritts zu machen. Die Acht der Stäbe sagt uns, dass jetzt nicht die Zeit des Zögerns ist, sondern des entschlossenen und zielgerichteten Handelns, um die Dynamik unserer Umstände zu nutzen. Wenn wir den Narren und die Acht der Stäbe zusammen betrachten, zeigen sie uns, dass wir für neue Anfänge bereit sein und Chancen schnell ergreifen sollten. Der Narr fördert die Offenheit für neue Erfahrungen und die Bereitschaft, eine Reise anzutreten, während die Acht der Stäbe betont, wie wichtig es ist, bei diesen neuen Unternehmungen schnell und entschlossen zu handeln. Die Karte Gericht bringt das Thema der Selbstbeobachtung und des Wandels mit sich. Sie steht für eine Zeit des Erwachens und der Auseinandersetzung mit unseren Handlungen und Entscheidungen. Es ist ein Aufruf zur Selbstreflexion, um die Ergebnisse unserer Entscheidungen zu verstehen und zu akzeptieren. Das Gericht lädt uns dazu ein, unseren Lebensweg zu bewerten, vergangenes Bedauern loszulassen und einen Neuanfang zu machen. Es geht darum, uns auf unsere wahre Bestimmung auszurichten und Veränderungen vorzunehmen, die unsere tiefsten Werte und Bestrebungen widerspiegeln. Zusammengenommen vermitteln diese Karten eine Botschaft des immensen Potenzials und der Transformation. Sie ermutigen uns, neue Anfänge mit offenem Herzen anzunehmen, der Narr, schnell und zielgerichtet zu handeln, die Acht der Stäbe, und uns auf unser wahres Selbst zu besinnen und auszurichten, das Gericht. Diese Kombination sagt uns, dass wir unser wahres Potenzial und unsere Kraft freisetzen können, wenn wir uns auf Veränderungen einlassen, Chancen schnell ergreifen und uns persönlich verändern. Die heutige Tarotlesung ruft uns dazu auf, uns auf eine außergewöhnliche Reise der Selbstentdeckung und Ermächtigung zu begeben. Sie deutet darauf hin, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, um neue Abenteuer zu erleben, schnell und entschlossen zu handeln und sich persönlich zu entwickeln. Die Deutung deutet darauf hin, dass das Universum unsere Reise unterstützt und uns die Chance bietet, unser Potenzial voll auszuschöpfen und einen Weg des authentischen Selbstausdrucks und der Erfüllung einzuschlagen.